Bei der Absatzplanung weiß man, dass präzise Prognosen unverzichtbar sind, um die Profitabilität zu erhalten und gleichzeitig die kanalübergreifende Kundennachfrage ohne Über- oder Unterbestände zu bedienen. Dank maschineller Lernverfahren und Automatisierung berücksichtigt die mit SAS erstellte statistische Prognose saisonale Schwankungen, zyklische Ereignisse und die geschätzten Auswirkungen von Sonderaktionen und Events in den Filialen. So kann bei der Absatzplanung eine Informationsbasis und eine zuverlässige Informationsquelle über die künftige Nachfrage auf allen Ebenen der Produkt-, Kanal- und Filialhierarchie geschaffen werden. Auf diese statistische Prognose stützen sich verschiedene Funktionsbereiche im Unternehmen wie Absatzförderung, Fertigungswerke, Distributionszentren sowie der Filialbetrieb. Das trägt dazu bei, die herkömmlichen Grenzen zwischen den verschiedenen Planungsschritten zu überwinden und transformiert die Planung in einen flexiblen, kooperativen und kontinuierlichen Prozess. Wenn die gesamte Leistungskette die Nachfrage prognostizieren und beeinflussen kann, lässt sich der Bestand leichter optimieren. Die für den Betrieb der Lieferkette zuständigen Mitarbeiter können dank RFID und Event Stream Processing Erkenntnisse über ein- und ausgehende Lieferungen in der gesamten Lieferkette visualisieren und so in Echtzeit Entscheidungen treffen und Waren dorthin lenken, wo sie am dringendsten benötigt werden. Dank statistischer Prognosen im Zusammenspiel mit Optimierung und Automatisierung können Lieferkette, Absatzförderung und Filialbetrieb gemeinsam die besten Abfolgen und Konfigurationen ermitteln, die für jede Bestellung und Lieferung zu empfehlen sind. Dies erlaubt eine Maximierung der Effizienz in der Lieferkette, die Reduzierung von Kosten und Vorlaufzeiten und die nachfrageangepasste Optimierung von Bestandsinvestitionen über Distributionszentren, Kanäle und Filialen hinweg. Omnichannel Analytics bietet Artificial Intelligence, Automatisierung, Optimierung und Datenmanagement. Damit können die für Lieferketten zuständigen Teams dafür sorgen, dass die Warenbestände verfügbar sind, die zur Deckung der Nachfrage in allen Kanälen erforderlich sind.